Unglaublich, beim PlayStation Showcase wurde einfach ein Assassin's Creed Mirage Gameplay Trailer gezeigt. Es gab keine Leaks vorab, niemand wusste davon und ich bin auch ziemlich froh, es hat mich echt aus den Socken gehauen, als ich das gesehen habe heute. Das Release-Datum wurde dort gezeigt, aber noch viele weitere Infos, die ich mit euch jetzt Schritt für Schritt analysieren werde, denn dieser Trailer war so schnell, da habe ich auf jeden Fall einiges verpasst und ihr sicherlich auch. Ich sag es vorab schon mal, auf meinem Kanal bekommt ihr natürlich die geballte Ladung Assassin's Creed Lore News und Guides und bei mir wird es während der Ubisoft Forward auch einen Stream und Drops geben. Dementsprechend würde sich hier ein Abo oder auf Twitch definitiv für euch lohnen. Aber nun ab zum Trailer. Bald sind wir in der Lage, Assassin's Creed Mirage spielen zu können, denn das Release-Datum wurde geteilt. Es ist der 12. Oktober 2023. In der Vergangenheit gab es ja auch schon dieses Datum in Leaks sichtbar und nun ist es offiziell bestätigt worden von Ubisoft. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Spiel an diesem Tag auch wirklich bekommen werden. Ich denke nicht, dass das Ganze verschoben wird, denn ich fand wirklich, der Trailer hat schon sehr, sehr, sehr gute Performance gezeigt. Natürlich muss man das immer ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber was mir sehr, sehr gefallen hat, waren die Bewegungsarten von Basim. Im Gameplay Leak vor ein paar Tagen haben wir auch schon gesehen, wie sich Basim bewegt. Und das sah schon sehr wie Arno aus Assassin's Creed Unity. Wie er die Hindernisse überwindet, fand ich hier in diesem Trailer extrem flüssig. Ähnlich wie Arno oder ähnlich wie Ezio. Zum Beispiel beim Versuch wegzurennen vor den Wachen, stößt der Zivilisten beiseite, um sich flüssig durch die Menschenmassen zu bewegen. Er springt von Stange zu Stange oder um die Ecke. Also ich finde, das ist alles ein sehr flüssiger Kletterstil. Und auch, dann müsste man hier gucken, nachdem er die Rauchbombe geworfen hat, wie schnell Basim nach oben klettert. Das ist verrückt. Meiner Meinung nach habe ich noch nie in einem Assassin's Creed Spiel jemanden gesehen, der so schnell hochgeklettert ist, irgendein Klettergerüst. Und das ist meiner Meinung nach das beste Parcours von der Geschwindigkeit und Agilität, was ich von einem Assassinen in Assassin's Creed gesehen habe. Im Vergleich zu Assassin's Creed Valhalla ist das Kampfsystem bzw. die Animationen wurden nochmal komplett überneuert. Das sehen wir hier in diesem Gameplay-Trailer auch. Ich finde, dieses Kampfsystem oder die Animationen sind so brutal. Ich liebe es. Es ist ein sehr brutales Assassin's Creed. Wir sehen hier sehr, sehr viel Blut. Zum Beispiel als Basim bei diesem Klippenattentat dafür sorgt, dass der Kollege runterfliegt. Da fließt sogar Blut auf dem Boden, auch wenn die Texturen nicht so gut aussehen in diesem Shot. Allerdings wirklich ein brutaler Nahkampf. Die Animationen sind alle flüssig. Wir haben Slides, wir haben Doppelschwertangriffe, wir haben schnelle, agile Schläge. Nicht so träge wie Eivor und ich finde, das ist doch viel unterhaltsamer als dieses langsame Wikinger-Dasein. Und damit wir diese neuen Animationen bestens nutzen, hat uns Ubisoft auch alte und neue Kampftools mitgegeben. Unter anderem gibt es wieder OG-like die Wurfmesser, wie sie auch schon in Assassin's Creed 1 vorhanden waren. Und es sind auch die gleichen Wurfmesser wie in Assassin's Creed 1. Das ist generell, zieht sich durch den gesamten Trailer. Das Ganze ist sehr OG-lastig, nicht nur vom Look, sondern auch von den Dingen, die wir tun können. Unter anderem ist die Eagle Vision auch wieder zurück. Wir sehen hier eine kleine Szene, wo Basim herunterspringt und drei Ziele vor sich hat. Und wir sehen dort die Möglichkeit eines Kettenattentats. Das war ja auch lange nicht möglich, vor allen Dingen nicht in Assassin's Creed Valhalla. Und hier hat Basim quasi die Auswahl, in welcher Reihenfolge er die Gegner eliminiert. Sehr, 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 sehr stark. Und der spartanische Kick ist natürlich auch wieder zurück. Das war, glaube ich, in Assassin's Creed Valhalla auch nicht der Fall. Was interessant ist, und das hat mich sehr, sehr überrascht, er kann einfach Leute an einem Seil packen und sie erhängen. Holy shit, also das ist wirklich brutal. Ich denke mal, das ist nur ein geskriptetes Event aus einer Blackbox-Mission, also dass wir dieses Ziel in dieser Blackbox-Mission so eliminieren können. Aber trotzdem, das war wirklich ein brutaler, brutaler Tod. Der Trailer zeigt uns natürlich auch wunderbar, wie diese Open World aussehen wird. Ja, die Farben sind extrem sättigend, extrem starke Farben, obwohl die Texturen in diesem Trailer an einigen Stellen sehr matschig wirkten. Ich meine, das Game ist noch nicht polished. Klar, die haben noch fünf Monate. Was wir aber sehen ist, dass das Ganze viel vertikaler ist als Valhalla. Ja, wir haben viel mehr Gebäude, wir haben viel mehr Höhenunterschiede und das bietet uns natürlich mehr Möglichkeiten, Attentate durchzuführen. Die Stadt an sich, Bagdad, ist auch sehr dicht einfach. Das sehen wir in verschiedenen Shots hier aus diesem Gameplay-Trailer, wo wir einfach sehen, wie riesig die Stadt ist, wie belebt die Stadt auch ist. Gleich zu Beginn in diesem kleinen Timelapse, in dieser Zeit
im Zeitraffer, genau das ist das deutsche Wort dafür, da sehen wir, wie viel eigentlich los ist in der Stadt. Wir haben natürlich auch wieder einen Adler, das ist klar, Enkidu heißt er, das wissen wir natürlich schon, mit dem wir die Open World auch begutachten können. Und der Tag-Nacht-Wechsel findet natürlich auch wieder statt und da sehen wir, dass die KI zu verschiedenen Uhrzeiten auch verschiedenen Rollen nachgeht und wir so dementsprechend auch entscheiden können, hey, wann macht es am meisten Sinn, vielleicht sogar ein Attentat durchzuführen. Die Stadt an sich ist riesig und wir haben davon auch schon einen kleinen Einblick bekommen in verschiedenen Szenen, zum Beispiel als wir ein neues Feature austesten, dort sieht man drei verschiedene Hintergründe oder als wir auf diesem Seil hier klettern, da wird uns auch dreimal ein verschiedener Ort gezeigt. Ubisoft hat das natürlich gemacht, um uns zu zeigen, hey, diese Welt ist wirklich divers, diese Welt ist befüllt mit verschiedenen Dingen und mit verschiedenen Bereichen. Und wir haben auch einen Skyline-Shot von Bagdad, wo wir den höchstwahrscheinlich den Kalifatenpalast in der Mitte sehen, quasi den Hauptpalast und ja, mit ganz vielen interessanten Gebäuden im Hintergrund. Und was toll ist jetzt, eben weil es so viele gigantische Gebäude gibt, die man beklettern kann, dass man eben halt eben auch einen Leap of Faith, also einen Todessprung machen kann, der dann auch gut aussieht und nicht immer auf eine Kirche klettern muss und da dann runterspringt und die Landschaft vom Rest sieht halt dann einfach nur langweilig aus, weil die einzigen Gebäude damals in der Wikingerzeit, die groß waren, Kirchen waren und der Rest eben nicht. Das ist hier in Bagdad natürlich anders. Es gab einige Bilder aus Bagdad aus dem 9. Jahrhundert, wo wir mit Basimi unterwegs sind und da wurden ganz oft so Ringe angezeigt, also so innere Mauerringe und hier sehen wir das Ganze auch in einem kleinen Shot, den wahrscheinlich inneren Mauerring und dahinter sehen wir einen sehr großen Palast und das ist wahrscheinlich dann der Kalifatenpalast. Aber genug von der Open World, denn es gibt ja auch neue Features. Unter anderem ein neues Bewegungsfeature, was uns präsentiert wurde hier im Trailer, und zwar der Stabweitsprung. Also lustig es klingt, aber damit haben wir die Möglichkeit, weite Entfernungen zu überqueren oder sogar Flüsse, wie man hier sehen kann. Außerdem wird es ja ein Warnsystem geben, ein Alarmwarnsystem. Das hat ja Jonathan auch schon in einem Leak erwähnt. 4 Stufen soll es ja davon geben. Wurde uns hier auch nochmal mit dem Horn nochmal unterschwellig mitgeteilt. Rauchbomben, das ist auch schon klar, das Feature kennt ihr auch schon. Das wurde hier aber jetzt nochmal in Action gezeigt, wie es dann wirklich aussieht und ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus mit dem roten Rauch. Eine Vermutung von meiner Seite und von Livino, denn mit dem habe ich das Ganze hier besprochen und wir haben uns den Trailer gemeinsam angeguckt. Da wird es in der Zukunft auch einen kleinen Podcast in Anführungsstrichen geben. Wir sehen hier einen Typen, der ein Marktschreier im Grunde, der an die Leute geht und mit den Leuten spricht und ich bin mir sicher, dass wir vielleicht ähnlich wie in Assassin's Creed 1, soweit ich mich erinnern kann, oder in Assassin's Creed 2 war das vielleicht, diese Person bestechen können, dass sie für uns bzw. unseren Ruf senken, weil wenn wir im Grunde mit dem Alarmsystem arbeiten und unser Ruf, also wir basically 3 Sterne haben bei GTA, ja, dann müssen wir diesen Ruf auch irgendwie senken und vielleicht könnte uns der Marktschreier dabei helfen. Kamele, die können wir auch bestreiten bzw. mit denen reiten in der Wüste, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Und ich habe sogar eine Vermutung, weil dieses Kamel ist so bepackt, dass wir das vielleicht sogar als Inventar nutzen können, um ja durch die Welt zu reisen oder Sachen dort abzuspeichern. Was die Performance angeht, muss ich ehrlich sagen, der Tag- und Nachtwechsel sah definitiv gut aus. Die Farben sahen sehr prächtig aus. Ich finde die Landschaft Bagdad mit den grünen Palmen, mit dem Sand, mit den Dächern und mit den blauen Tüchern, die da auf den Märkten hängen, das finde ich super. Aber ich muss wirklich sagen, es ist jetzt natürlich jetzt kein Meisterwerk an Grafik. Es ist natürlich ein Upgrade von Valhalla, aber es ist immer noch Valhalla und wir sehen doch an einigen Stellen, dass die Texturen tatsächlich ein wenig zu kurz kommen, zumindest für diesen Trailer. Mal gucken, ob das dann im Hauptspiel genauso ist wie bei Valhalla damals beim Release, dass es dann im Hauptspiel deutlich besser wird. Was die Story angeht, haben wir hier nicht so viele Punkte gesehen. Allerdings gibt es gleich zu Beginn eine Hommage an den Assassin's Creed 1 Trailer. Denn da springt ja Alter Ehr auch in einer Manier auf seinen Gegner, wie es hier Basim genauso tut. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne Hommage. Dann haben wir natürlich einen Punkt, der ist unterschwellig, aber wir sehen hier die ganze Zeit die Meister-Assassinen-Montur. Zumindest ist das eine Vermutung von Livino gewesen. Das heißt also, den Basim, den wir hier sehen und auch alles, was er macht, das ist der Basim, der voll entwickelt ist. Und soweit ich es mitbekommen habe, werden wir Basim spielen in den jungen Jahren und wir werden quasi den Verlauf sehen, wie er sich entwickelt. Und hier in dem Trailer ist er quasi schon voll entwickelt. Also das ist höchst interessant tatsächlich. Wir sehen auch Mentor Fullert hier im kleinen Shot, denn der wurde auch schon in einer Notiz in Valhalla erwähnt. Da haben wir seinen Namen lesen können und wir haben auch
einen Shot, wo wir mit Roshan und mit ihm gemeinsam in einer Halle wahrscheinlich stehen. Shoutout nochmal an Access the Animus, der hatte dann den Hinweis gegeben mit der Notiz. Vielen Dank. Zwei weitere Informationen gibt es definitiv noch, aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Danke für den Support, aber kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, nämlich der Deluxe Edition. Die haben auch einen Trailer rausgehauen dafür und da wurden einige Dinge sichtbar. Unter anderem haben wir natürlich dort einen Sandskin fürs Pferd und für den Adler natürlich. Wir haben auch ein Sandoutfit, was so angelehnt ist an Prince of Persia. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich so reinpasst, aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Mikrotransaktionen bei Valhalla. Da war es auch sehr, sehr sehr fancy. Und was interessant ist, ist ein Hourglass of Time. Das ist so eine Art, ja, sieht für mich aus wie so ein Charm am Rücken, ähnlich wie bei Rainbow Six Siege an den Waffen, also so Schlüsselanhänger, die man halt individuell für seine Waffe einstellen konnte. Und das kann man vielleicht jetzt auch für den Charakter machen, dass man individuell einen Schlüsselanhänger an der Schulter platzieren kann, um seinen Charakter individuell zu gestalten nach seinen Wünschen. Dann haben wir natürlich noch einen Sand Sword, das ist auch klar. Den Dagger of Time wird es auch noch als Skin geben. Den sollte man kennen, wenn man Prince of Persia gespielt hat. Wenn nicht, dann holt es gerne mal nach. Und es gibt noch ein 82-seitiges digitales Artbook. Dort sehen wir übrigens auch in einer der Regionen, die Card heißen soll. Und die sieht etwas aus wie so eine ärmere Region. Und außerdem sehen wir bei dem Artbook bzw. bei den Artworks in dieser Digital Deluxe Edition, dass Basim ja die Seilrutsche nutzen kann. Also ähnlich wie in Revelations können wir auch die Seilrutsche wahrscheinlich nutzen. Sonst wäre das da, glaube ich, nicht abgebildet. Und natürlich einen Selected Soundtrack gibt es auch. Und da muss ich ganz klar sagen, komme ich gleich nochmal zum Ende zu, aber der ist wirklich bombastisch. In der Beschreibung der Deluxe Edition gibt es auch einen Hinweis darauf, dass wir unsere Outfits färben können. Denn dort ist die Rede davon, dass in dieser Edition auch eine Outfit-Färbung Wüstensand Initiate of Alamut mit enthalten sein soll. Das heißt also, wir haben verschiedene Färbungen und das letzte Mal, dass wir, ja, unser Outfit färben konnten, wann war das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ich glaube Assassin's Creed 2? I'm not sure. Der Soundtrack, und da möchte ich kurz mal drauf eingehen, genießt doch einmal ganz kurz den Trailer und hört euch mal diesen wunderschönen Soundtrack an. Der ist, glaube ich, von Brandon Angelides. Der hat auch schon Into the Light produziert. Das ist ja der allererste Soundtrack von Mirage, der released wurde damals zur Weltpremiere von der Assassin's Creed Symphony in Paris. Und ich finde, sein Soundtrack ist fantastisch. Er ist zum einen sehr mythisch und ruhig, aber kann dann auf der anderen Seite doch sehr explosiv und impulsiv sein, so wie es hier im Trailer gezeigt wurde. Ich würde auch mal ganz klar sagen, wenn ihr den Trailer nochmal sehen wollt, dann checkt doch jetzt gerne mal hier diese Infokarte ab. Da könnt ihr gerne mal raufklicken und den Trailer euch nochmal in voller Länge angucken. Sonst bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Ubisoft Forward oder in einem der anderen Assassin's Creed Videos auf diesem Kanal. Dementsprechend danke und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und tschö mit Ö. Tschüss.